Die Woche beginnt mit einem Smoothie. In dem Smoothie sind drin neben Bananen, Granatapfel und ganz normale Äpfel auch gefrorenes Gemüse wie Grünkohl, Spinat und Himbeeren, was natürlich kein gefrorenes Gemüse ist, sondern gefrorenes Obst. Dazu halt Kurkuma, ungeschälte Hanfsamen, dann Reisprotein ist drin und noch ein paar andere Dinge. Aber das werden wir in der Woche sicherlich nochmal sehen. Also einfach Smoothie zum frühen Morgen. So, und jetzt ist Abend und ich habe jetzt hier mir einen Salat zubereiten lassen. Und zwar ist das Romana-Salat, Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Balsamico, Avocado und noch viele andere Sachen, die ich jetzt vergessen habe. Ein kleines Möhrchen ist noch drin, Paprika ist noch drin. Auf jeden Fall ein richtig schöner, großer Salat. Zum Morgen gibt es einen grünen Smoothie. Und zwar ist da drin Proteinpulver, Weizengras aus dem Garten getrocknet, ungeschälte Hanfsamen, frischer Kurkuma, gefrorener Grünkohl, gefrorene Himbeeren, frische Granatapfelkerne, etwas Brokkoli, Feldsalat und Bananen, Orangen, Apfel und Braunhirse. Und das war's ungefähr. So, jetzt gibt es noch einen kleinen Salat zum Abend. Die Schüssel, ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber ich tu mal so eine Banane dran halten, damit man mal so die Dimension dieser Schüssel erkennt. Also diese Schüssel, ich kann auch mal meine Hand, und ich habe die größte Hand Deutschlands, also die zweitgrößte Hand Deutschlands, und schaut mal an, was das für ein Mordsalat ist. Das sind 7 Kilo Gemüse, die hier zu einem Salat verarbeitet wurden. Und ich gehe jetzt, mache jetzt ein Guinness-Buch der Rekorde, da kommt jetzt gleich jemand, und eventuell stehe ich ab nächstes Jahr im Guinness-Buch der Rekorde, weil das ist der größte Salat, der jemals in einem deutschen Haushalt verzehrt wurde. Veganen Haushalt natürlich. Und den wird es jetzt geben. Ich freue mich total. Ein riesen Onsen. So, morgen gibt es wieder einen Smoothie. Ich habe nicht wieder vergessen aufzunehmen. Aber im Endeffekt der Standard-Smoothie ungefähr wie jeden Tag. Muss ich jetzt nicht aufzählen. Auf jeden Fall morgens wieder meine Hauptmahlzeit, kann man schon fast sagen. Den Smoothie, und der meist den ganzen Tag reicht. Und ich eventuell noch mit ein oder anderer der anderen Mahlzeit ergänze. So, jetzt gibt es hier eine ganz, ganz spezielle Rolle, und zwar eine Kichererbsen-Bananenleder, und das ist gefüllt mit Datteln. Das ist so mega, mega lecker. Das ist halt süß und trotzdem so ein bisschen herzhaft. Also mir schmeckt das total gut, und ja, diese Rolle gibt es jetzt, die sogenannte Kichererbsen-Bananen-Dattelrolle. So, heute Nachmittag habe ich so eine Melone gegessen, und die war jetzt noch dabei, und heute Abend gibt es jetzt Rohkost-Sushi. Und jetzt gibt es wieder einer der leckersten Melonen überhaupt. Das sind Zuckermelonen. Die sind so mega, mega süß, wenn die reif sind. Da tut keine Melone, ist annähernd so süß wie diese Zuckermelone. Die ist so mega, mega, mega süß. Und zum Morgen gibt es wieder ein Smoothie. Seit ich Instagram mache, mache ich zuerst das Bild vom Smoothie, dann mixe ich, und dann erinnere ich mich, dass ich ja noch ein Food Diary am YouTube am Laufen habe. Also von daher sind auch wieder drin heute 2 Orangen, Kurkuma, Bananen, Äpfel und Möhre ist drin, Zucchini ist drin, das waren die Reste von den gestern vom Sushi, vom Rohkost-Sushi. Dann habe ich drin ungeschälte Hanfsamen, Proteinpulver habe ich drin, Reisprotein und ja, Nebenpulver habe ich noch drin. Und gefrorenen Grünkohl natürlich immer. Auch gefrorenen Spinat habe ich heute reingemacht und gefrorene Himbeeren. Und genau, und das gibt's jetzt mein Frühstück. So, jetzt gibt's bei mir Rohkost-Sushi für Faule. Und zwar habe ich mir im Endeffekt alles schon in der Schüssel zusammengerührt. Das heißt eingeweichter Wildreis, Wasabi, dann Gurke, Möhre und Cashewnüsse habe ich reingemacht. Ein bisschen Flohsamenschalen, damit das alles hängt. Zucchini, Pilze. Ja, im Endeffekt alles schon zusammengerührt und auch Sojasauce schon, also nicht zum Dippen der Reisbällchen in die Sojasauce, sondern ich habe alles schon hier fertig gemacht und wickel das jetzt quasi in die Rollen ein, schneide die natürlich nicht, sondern esse einfach so die Rollen, und ich glaube, einfacher kann man Sushi nicht gestalten. Aber es schmeckt letztlich ja genauso. Ich habe es jetzt abgeschmeckt, die Masse hier, dass genau ordentlich Sojasauce dran ist, da kann man sich auch nicht verdippen oder so. Genau, Wasabi, alles schön abgeschmeckt. Ja, und das rolle ich mir ein, und dann schmeckt das halt wie Rohkost-Sushi, ohne dass ich dann da extra dippen muss. Also Rohkost-Sushi für ja, einfache Menschen. Einfache Menschen. So wie ich. Und zum Abschluss des Tages gibt es noch einen Orangenteller. Das sind 7 kleine Orangen.
So, ich habe mir heute vorgenommen, den ganzen Tag nur Bananen zu essen. Ich habe ja noch sehr viel reife Bananen und ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass heute der Tag ist, wo ich meinen ganzen Tag nur Bananen esse. Ich habe das einmal probiert und bis Mittag durchgehalten, also restriktive eine Mahlzeit. Und ja, mal sehen, ob es heute klappt. Auf jeden Fall fange ich jetzt an, Bananen zu essen.